manchen Orten kann man die Jahreszeit anhand der blühenden Blumen bestimmen. In Yokohama machen wir das anhand der Schiffe, die durch den Hafen fahren. Knapp 6 Monate, nachdem der Mondblumenberg in auserwählten Kinos bereits deutsche Premiere feierte, schafft der Ghibli-Film nun auch den Sprung auf Blu-ray und DVD. Der Film beginnt in Yokohama im Jahr 1963. Das Mädchen Umi lebt mit ihren Geschwistern auf einem Hügel in einer kleinen Pension, die ihre Familie betreibt. Zum Gedenken ihres Vaters, der im Koreakrieg sein Leben verloren hat, hisst Umi immer noch jeden Tag die Flaggen vor dem Haus. Als in der Schule dem Clubhaus wegen eines Neubaus der Abriss droht, formiert sich in der Schule ein Widerstand. Umi schließt sich der Gruppe an und lernt so den gleichaltrigen Shun kennen, der für die Schülerzeitung arbeitet. Bald darauf hat sich Umi in Shun verliebt und dieser scheint ihre Gefühle zu erwidern. Doch als Shun bei einem Besuch in Umis Haus ein Foto ihres Vaters sieht, geht er unerklärlicherweise auf Distanz. Die DVD-Fassung von der Mondblumenberg erscheint neben der normalen Amway-Version zusätzlich in einer Special Edition mit zahlreichem Bonusmaterial, wie zum Beispiel dem Musikvideo Sayonara no Natsu und einem Interview mit Regisseur Miyazaki. Die Blu-ray-Fassung ist vom Inhalt identisch mit der Special Edition-Variante. KSM schafft es nach und nach, ihren Serien einen Blu-ray-Release zu spendieren. Als nächstes ist Eine fröhliche Familie in einer Gesamtausgabe dran. Während der Zeit des Bürgerkriegs ist Frederik Marr dazu gezwungen, für den Norden in den Kampf zu ziehen. Seine Frau und seine 4 Töchter müssen sich nun alleine in Pennsylvania durchs Leben schlagen. Als der Feind näher kommt, sind sie gezwungen, zu ihrer Tante nach Newcourt zu ziehen, wo sie in Armut leben müssen, sich frohen Mutes und mit viel Zusammenhalt aber über Wasser halten. Keiner kann ihn bremsen. Und gleich nochmal KSM. Volume 1 der Blu-ray-Fassung von Captain Tsubasa ist bereits im März mit den ersten 64 Folgen erschienen. Jetzt ziehen die restlichen Episoden nach. Tsubasas Ballkünste werden nicht nur immer besser, auch die Leistung der Mannschaft nimmt zu. Tsubasa gibt sich alle Mühe, dass Gefühle wie Neid oder Hass auf den Gegner hier keinen Platz haben. Schließlich liegt noch ein weiter Weg vor Tsubasa, bis er eines Tages tatsächlich Profifußballer werden könnte. In der zweiten Volume sind die Episoden 65 bis 128 enthalten. Zurück von den etwas älteren Anime geht es nun direkt weiter mit nackten Tatsachen. Damit die gut gebauten Ninja-Anwärterinnen aus Senran Kagura gegen die dunklen Shinobis ankommen können, müssen Asuka, Ikaruga und Co. noch härter trainieren als zuvor. Deshalb fahren sie extra auf eine einsame Insel, doch irgendwie hatten sich die Mädchen diesen Ausflug anders vorgestellt. Ihre Herberge ist heruntergekommen, das Essen muss selbst beschafft werden und statt Bikini bleibt es bei der Trainingsuniform. Immerhin steht eine neue Technik auf dem Programm, bei der die Shinobis endlich ihre Kleidung ablegen können. Doch auch die dunklen Kämpferinnen haben die Insel bereits ins Visier genommen. Die zweite Volume enthält neben den Episoden 4 bis 6 noch 2 exklusive Postkarten. Senran Kagura erscheint für Blu-ray und DVD. Altamens dunkle Schatten kriechen unhaltsam voran. Nun haben sie es sogar geschafft, ins sicher geglaubte Königreich Shinria einzudringen. Alibaba und selbst der große Sindbad wurden von der Dunkelheit infiziert. Die letzte Möglichkeit, den Fluch aufzuheben, soll in den Tiefen des Dungeons Sagan liegen. Also begeben sich Alibaba, Aladdin und Morgiana auf den gefahrvollen Weg, das Innere des Labyrinths zu erkunden. Die letzte Box der ersten Staffel von Magic kommt wie gehabt mit einem Booklet in die Händlerregale und enthält die Folgen 20 bis 25. Einer der letzten Anime-Serien, die auf RTL 2 das Licht der Welt erblicken durfte, bekommt von Kase nun eine Gesamtausgabe spendiert. In dem Sportanime dreht es sich mal wieder um das runde Leder. Der junge Torwart Mark Evans ist im Fußballclub seiner Schule mit voller Motivation bei der Sache, nur leider ist er da der Einzige. Die restlichen 6 Mitglieder vertrödeln die Zeit lieber mit Videogames oder Büchern. Doch dann bekommt Mark eine Nachricht des Direktors, die Royal Academy,
Die stärkste Mannschaft des Landes will in einem Freundschaftsspiel gegen das unterbesetzte Team der Raimon Junior High School antreten. Sollten sie verlieren, droht der Fußballclub für immer aufgelöst zu werden. Nun gilt es für die Truppe, dies zu verhindern. Die komplette erste Staffel mit 26 Folgen finden sich auf insgesamt 4 DVDs wieder. Als Zeichen des Muts, das Inazuma-Wappen. Aufstehen, aufstehen, rauf auf den Rasen. Bald fliegt im Wind das Banner der Sieger. Sony Kingdoms. Peppermint Anime zieht in der zweiten Volume von Fate Zero wieder in den Krieg um den Heiligen Gral. Alle Master wurden erwählt, alle Servants heraufbeschworen. Doch der ehrenwerte Kampf wird bedroht. Caster und sein Meister sind außer Kontrolle geraten. Morden ziehen sie umher, vor allem Kinder scheinen ihr Ziel zu sein. Nun sollen im Namen der Kirche alle Kämpfe ruhen, bevor Casters Treiben nicht ein Ende gesetzt wurde. Der hat jedoch nur Augen für Saber, die er noch immer für seine geliebte John Dark hält. Während die Heldengeister kämpfen, um die Kinder zu retten und einen Befehlszauber zu gewinnen, bleiben auch die Master nicht untätig. Fate Zero erscheint für Blu-ray und DVD. Als Bonus sind dieses Mal 3 Postkarten mit enthalten. Das war's also mal wieder. Der Mai ist vorbei. Taritari wurde verschoben und die Releases stehen fest. Doch neben den ganzen DVDs und Blu-rays startet im Mai auch so wirklich richtig erst die Convention-Zeit. Das heißt also mal Fernseh aus und raus an die frische Luft. Also, bis dahin seid gespannt, was uns im Juni alles auf DVD und Blu-ray erwarten wird. Sayonara!